Alles startklar für das erste Rennen. 1300 Meter stehen da auf dem Plan. Und Boxen auf, der Start ist in diesem Moment erfolgt. Vinono in der Bahnmitte war schnell auf den Beinen, jetzt kommt aber Kreuzbube nach vorne, übernimmt das Kommando, dann weiter außen McCavity, sofort in der vorderen Linie, gemeinsam mit Ilva. Und Ilva steckt außen den Kopf in Front mit McCavity, der hält aber dagegen. McCavity jetzt also wieder vor Ilva. Kreuzbube in drittes Pferd dahinter, Vinono mit Sasuga und am Ende des Feldes. Da lauert zunächst einmal High Flight mit Martin Seidel. So geht es durch den langen Schlussbogen hindurch. McCavity mit dem Kommando, Ilva an der Außenseite, zweites Pferd. Innen daneben galoppiert Vinono. Viertes Pferd ist dann Kreuzbube. Dann hat High Flight bereits ein, zwei Plätze jetzt gut gemacht. Und am Ende des Feldes, das dicht geschlossen ist, galoppiert Sasuga. Es geht so in Richtung der Zielgeraden. Da stehen dann noch 550 Meter auf dem Programm. McCavity mit dem Kommando bringt das Feld jetzt in den Einlauf. Ilva an der Außenseite und zwischen beiden, da ist Vinono zur Stelle. Vorne McCavity. Ilva tut sich auf dem Boden schwer. Vorne ist McCavity mit Vinono. Dann kommt jetzt aber auch Highflight. Highflight in der Bahnmitte kommt nach vorne mit McCavity. McCavity, Highflight mit allem Gewicht kommt er da angerollt. McCavity und Highflight, innen dann Vinono dahinter. Bleibt dabei, aber vorne ist McCavity mit Highflight. McCavity oder Highflight. Highflight, McCavity. McCavity gegen Highflight, der spürt das Gewicht. McCavity auf der Siegerstraße. Innen kommt sogar Vinono nochmal zurück. Und McCavity ist der Sieger. Vinono wird Zweiter. Drittes Pferd dann Highflight. Viertes Sasuga vor Ilva. Und abgeschlagen. Letztes Pferd ist Kreuzbube. Ja, dann schauen wir uns mal das Ergebnis vom ersten Rennen an. Preis vom Pferdetherapiezentrum Aschheim, Ausgleich 4. Der Sieger war die Nummer 4, McCavity aus dem Stall von Gerald Geisler mit Burjan Musabayev. Zweites Pferd war die 2, Vinono mit Miloš Bunjevac und dritter die 1, Highflight, Martin Seidel. Auf dem vierten Platz Sasuga, die 6 und fünftes Pferd war die Programm Nummer 5, Ilva. Und hier die Quoten zum gelaufenen ersten Rennen. Die 4 McCavity, unser Siegerzeit auf Sieg 2,60 Euro zurück auf Platz 1,60 Euro. Die 2 Vinono 2,60 Euro auf Platz. Die Zweierwette, die 4 vor der 2 zahlt 11,30 Euro. Und die Dreierwette, schönes Geld für die drei Pferde, 4, 2, 1 in der Reihenfolge 29,30 Euro. Alles berechnet für einen Euro Einsatz.